Nach derzeitigem Stand gibt es keine weiteren Informationen seitens Regierung. Da der Flugverkehr mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen ist. Oh, irgendwie schon geil, ne? Irgendwie feier ich es gerade ein bisschen. Ist mal ganz was anderes. Ist ganz was anderes. Ich bin gerade schon wieder voll in meinem Creator-Modus und überleg mir gerade, wer zur Hölle hat das eingesprochen? Und ist das Stock-Footage? Hat er das selbst aufgenommen? Geil, geil, geil. Freunde, jetzt gucken wir uns ein Video an, auf das ich mich ganz besonders freue. Und zwar, es geht ein bisschen länger, 40 Minuten, aber Paul und Felix haben zusammen irgendwie so ein Endzeit, DayZ, Urban Survival Ding gemacht. Großes Projekt, wurde über mehrere Wochen, würde ich fast schon sagen, auf Instagram angekündigt. Keine Ahnung, ich glaube 20 Stunden Schnitt oder irgendwie sowas. Habe ich mega Bock drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eine Projektreihe ist. Aber das, was ich bisher an den Bildern gesehen habe auf Instagram, sah übelst geil aus. Ich weiß aber nicht so richtig, was uns jetzt erwartet. Also gucken wir mal rein. Frag mich nicht, warum das hier schon wieder so komisch rot angezeigt worden ist. Ich weiß es nicht. 2 Tage in sowjetischer Geisterstadt überleben. Ich bin gespannt, ob es irgendwie so einen gewissen Survival-Charakter hat oder ob wir jetzt eigentlich nur einen normalen LP-Overnighter sehen. Also wo ist der Unterschied jetzt quasi zwischen einfach LP-Overnighter und dieses Überleben? Das klingt ja für mich nach einem Survival-Ding. Also ja, schauen wir mal, was für Survival-Elemente, sage ich mal, Techniken vielleicht drin vorkommen, vielleicht auch nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf und let's go. So, Leute, wie angekündigt, gibt es heute den ersten Teil einer neuen Videoreihe und ich... Okay. Erster Teil einer neuen Videoreihe. Also er ruft hier quasi ein neues Format ins Leben. Geil. Doch, ich finde es spannend. Mal gucken. Ich bin ein bisschen hyped. Mal sehen, was jetzt drin vorkommt. Ich bin extrem gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Ich bin extrem gespannt auf euer Feedback. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, damit ich so eine kleine Rückmeldung habe. Und ja, das Ganze war relativ aufwendig. Ja, allein das Video drehen. 48 Stunden waren wir unterwegs. So. Jetzt geht's los, meine Freunde. Every adventure is better with a body. 23.08.2026. Freunde, es geht richtig so mit Story-mäßig jetzt los. Man hört ein Auto. Ich bin auch voll im DayZ-Feeling, also. Kreuz München Nord. Da fährt ein Auto. Okay. Eine Woche ist es nun her, dass der internationale Notstand ausgerufen wurde. Was für den plötzlichen Stromausfall verantwortlich war, ist bisher noch unklar. Nach derzeitigem Stand gibt es keine weiteren Informationen seitens Regierung. Da der Flugverkehr mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen ist... Oh, irgendwie schon geil, ne? Irgendwie feier ich es gerade ein bisschen. Ist mal ganz was anderes. Ist ganz was anderes. Ich bin gerade schon wieder voll in meinem Creator-Modus und überleg mir gerade, wer zur Hölle hat das eingesprochen. Und ist das Stock-Footage? Hat er das selbst aufgenommen? Geil. Muss der Krisenstab sein Treffen vorerst auf unbestimmte Zeit verschieben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beschließt aufgrund des großen Andrangs und der steigenden Kriminalitätsrate, die Essensausgabestellen vorerst zu schließen und rät dazu, die Häuser nur im absoluten Notfall zu verlassen. Bitte unterlassen Sie eigenständige Beschaffungsversuche und lassen Sie die Einsatzkräfte ihren Aufgaben nachgehen. Okay. Sieht aus wie ein klassischer Lockdown, oder? 5 Jahre später! Holy moly! Oh, riech auf Kurzfilm hier angelehnt, oder was? Geile Mucke. Mich hat's! So ein bisschen auf Amateurfilm. Jetzt hier mit Kameramann oder was? Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir sind ein bisschen anders unterwegs heute. Ich bin zusammen unterwegs mit Paul und die nächsten 48 Stunden werden wir ein kleines Selbstexperiment wagen. Wir stellen uns einfach mal vor, wir sind schon ein paar Jahre unterwegs in diesem Szenario.
Deswegen ist mir auch schon so ein prächtiger Bart gewachsen. Die Challenge geil. Dabei ist heute einfach zu sagen, wir haben Sachen dabei, die in so einem Szenario realistisch wären. Keine Taschenlampen oder Geräte mit Akkus und so. Okay. Weil genau, das ist ja jetzt die spannende Geschichte. Also sie gehen jetzt quasi in so eine Art Szenario rein mit einem schönen Intro. Geil gemacht, damit in so ein Feeling kommt. Ich bin auch voll gerade drin im Feeling. Sehr, sehr nice. Und jetzt musst du dir aber für sowas, ist ja nicht echt, ist ja nur ein Szenario, Selbstexperiment, wie auch immer, so gewisse Regeln erstellen, ne? Okay, wir hören nochmal ein, was sie sich jetzt quasi für Regeln erstellen. Wir haben Sachen dabei, die in so einem Szenario realistisch wären. Keine Taschenlampen oder Geräte mit Akkus und so weiter und so fort. Ja. Keine Uhren. Ja. Und das heißt auch, natürlich keine Kommunikation nach außen, weil es gibt keine Möglichkeit mehr der Kommunikation. Das heißt, wir werden gleich unsere Handys ausschalten. Yeah. Und dann geht's los. Also Leute, ihr seht schon, relativ alter und kleiner Rucksack heute am Start. Ja. 20 Liter müssten das sein. So an mir trage ich eigentlich nichts Besonderes, außer an der Seite habe ich einmal ein Messer mit Feuerstahl. Im Rucksack, ganz oben. Ist so ein bisschen auf so Endzeit-Stalker-Ausrüstung. Klar, also realistisch gesehen macht das halt eigentlich keinen Sinn, weil in 5 Jahren hätte ja jemand die Leute trotzdem ihre High-End-Tracking-Ausrüstung und so weiter. Aber rein für dieses Feeling, so von der Optik her und so, ist es natürlich cooler, jetzt sowas Roughes zu sehen. Auch wenn es eigentlich keinen Sinn ergibt, ne? Weil die Leute hätten ja trotzdem ihren taktischen Rucksack oder ihren Wanderrucksack da, ne? Aber finde ich schon mal irgendwie. Ich bin gespannt. Ich sehe schon eine Isomatte. Und das ist, wie gesagt, dieses Mal wirklich eine ganz, ganz einfache, standardmäßige Isomatte. Das finde ich zum Beispiel geil. Sage ich mir, okay, stellt euch vor, 5 Jahre geht um. Ja, die Leute pennen halt, sind unterwegs, weil sie auf der Suche immer weiter nach Nahrung sind. Städte sind geplündert, keine Ahnung was. Leben so halb aus dem Rucksack. Und die klassischen Ultraleicht-Isomatten wären wahrscheinlich schon längst alle kaputt. Ja, weil wenn du die über mehrere Jahre benutzt, wird irgendwann der Moment kommen, wo die kaputt sind, dann kannst du nicht mehr flicken. Das heißt, eine Isomatte, die nicht aufblasbar ist, sondern so eine Feststoff-Isomatte, passt sehr, sehr gut auch vom Realismus-Faktor in das Projekt. Finde ich schon mal gut, ja. Weil, wie gesagt, wenn die Welt untergehen würde, dann hätte man jetzt wahrscheinlich auch keine aufblasbare Isomatte mehr. Ja, sag das. Ja, selbstverständlich ein bisschen was an Trinken. Was alles in 5 Jahren kaputt gehen kann, ist halt auch so eine Sache. Ja. Und Essen, ja, Konserven mit dabei. Vermutlich wären das ja auch die einzigen Nahrungsmittel, die man irgendwo noch finden würde, beziehungsweise die in der Zeit jetzt nicht schlecht geworden wären. Ganz einfaches Kochen. Ja, okay. Okay, mit den Konserven macht Sinn. Die hat man vielleicht dann irgendwo gelootet. Klar, du kannst die ja jetzt ja nicht looten. So, es ist ja ein Szenario. Du kannst ja nicht irgendwo in eine Stadt gehen, da sind ja keine Konserven so. Das mit dem Wasser. Ja. Würde ich halt schon. Ja, wo ist halt das Wasser her, ne? Das Wasser wirst du ja nicht mehr kriegen. Das heißt, das Wasser musst du ja selbst irgendwo aufbereitet haben in so einem Szenario. Über einen Filter irgendwo herbekommen, okay. Set hier: Topf und Deckel. Schlafsack. Okay. Relativ kleines Packmaß. Ist nicht der dickste. Nachts, ja, soll es ungefähr an die 0 Grad kratzen, auf jeden Fall. Da könnte das sehr kalt werden. Da könnte das sehr, sehr kalt werden. Klar, macht das Projekt wieder ein bisschen rougher. Realismus sinnmäßig macht es jetzt nicht, weil du könntest ja auch einen größeren Schlafsack mitnehmen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, um die eigene Challenge so ein bisschen zu erhöhen, eher so ein bisschen einfache Ausrüstung, die vielleicht auch nicht ganz so passt zur Jahreszeit und so. Die Isomatte und dem Schlafsack. Eine kleine Plane und ein Poncho. Thema Licht ist natürlich auch so eine Sache. Wie gesagt, es gibt keinen Strom. Das heißt, wir haben hier einfach nur ganz, ganz kleine Funzeln, die mit Batterie betrieben werden. Hä? Ihr werdet später sehen, wie wenig die bringen. Das heißt, nachts sind wir quasi blind. Ja. Nach 5 Jahren, findet man da noch Batterien, die noch funktionieren? Oder sind die alle schon ausgelaufen? Und im Intro hat er ja eigentlich gesagt, keine Akkus und kein Strom, ne? Ich meine, klar, für die Kamera ist eine andere Geschichte. Du willst natürlich auch ein bisschen Licht haben, um Sachen zu dokumentieren. Und die Taschenlampe, also wenn das die Petzl Strix ist, die ist geil, die nutze ich immer. Also die macht schon gut Licht. Eine Kurbellampe wäre realistischer. Stimmt, so eine Kurbellampe wäre geil gewesen, ne? Ja. Kurbeln oder Solar? So ein Prepper, Solar, Kurbel, Radio, Lichtding. Das wäre nicht schlecht gewesen. Aber da auch wieder die Frage, hält das Ding wirklich 5 Jahre? Ne? Ist das nach 5 Jahren nicht auch schon irgendwie, hat sich das nicht schon kaputt gekurbelt? Aber ihr schreibt es gerade. Kurbellampe wäre geil gewesen.
Karbidlampe wäre dann gut. Weiß nicht, was eine Karbidlampe ist. 9 Volt Block hält 10 Jahre. Ja, okay. Und hier an der Seite habe ich nochmal eine kleine Trinkflasche. Das einzige Elektronische, was mit dabei ist, ist selbstverständlich die Kamera, um das Ganze zu filmen. Und die Drohne hier. Das heißt, Handy wird jetzt ausgeschaltet. Und einmal ausschalten. Das heißt, ab jetzt kein Handy. Und ich glaube, das wird zumindest für mich ein sehr interessantes Experiment, weil ich, seitdem ich mir mit 18 mein erstes Smartphone gekauft habe, glaube ich, kein Mal das Handy überhaupt einen Tag mal aus der Hand gelegt habe. Paul hat gerade schon probiert, wirklich auf die Uhr zu gucken. Du hast gerade wirklich probiert, jetzt schon auf die Uhr zu gucken. Ich habe ja auch hier immer so ein weißes, da sieht man, da ist man immer wirklich eine Uhr dran. Immer. Krass. Egal, beim, gefühlt beim Schlafen auch. Ich wollte wirklich gerade gucken. Was hat Paul da hinten, eine Axt oder was? Wann es dunkel wird, damit wir einen Schlafplatz suchen jetzt. Es ist ziemlich diesig bedeckt heute, das heißt, an der Sonne können wir uns auch nicht irgendwie orientieren. Okay, aber mehr hat er jetzt nicht bei, oder was? Diese dünne Isomatte, Schlafsack, diese plane Poncho, okay, Klamotten hat er an, eine Wasserflasche, Licht, Konservendosen, Feuerstahl. Doch Messer hat er am Anfang gezeigt. Messer hat er am Mann, ja, aber ist gar nicht so viel dabei, ne? Also ich weiß gar nicht, ich hab's jetzt nicht durchgezählt. Schlafsack, Isomatte, Poncho, Plane, Messer, Feuerstahl, Topf. Ja, dann halt die Trinkflasche, die zwei Konservendosen. Naja, vielleicht so 12, Rucksack 12, 13 Sachen. Okay, die Lampe noch. Ja, vielleicht so, ja, aber ist schon eher weniger. Okay. Oder abschätzen, wie lange es vielleicht noch hell ist. Es wird relativ früh dunkel. Die Nacht wird sehr, sehr lang sein. Wir haben wenig Licht. Wenn die Batterien leer sind, sind sie leer. Das heißt, wir sind so ein bisschen auf Unterschlupf. 48 Stunden, warte mal, 2 Tage. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Es gibt halt Leute, die sagen, ich bin 2 Tage unterwegs und machen dann, ich sag jetzt mal, Montag die Übernachtung und Dienstag und sagen, ich war 2 Tage unterwegs. 2 Tage sind für mich halt irgendwie immer 48 Stunden. Das heißt, irgendwie 2 Nächte auch. Also von Montag bis Dienstagmorgen und von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen. Also ich gehe bei 2 Tagen jetzt eigentlich von auch 2 Übernachtungen aus. Weil sonst würde es ja 24 Stunden in sowjetischer Geisterstadt überleben heißen, ne? Aber wir gucken. Um uns rum natürlich angewiesen. Und das ist jetzt Punkt Nummer 1. Das heißt, wir machen uns auf. Sorry, dass ich gerade ultra unterbreche, weil ich finde die Grundidee und das Konzept ziemlich geil. Was ich mich zum Beispiel auch frage, ich will es schon mal jetzt ansprechen, vielleicht kommt es auch noch. Beim Thema des der Schlafplatzwahl wäre ja auch ein spannender Punkt zu sagen, ich will möglichst stealth-mäßig unterwegs sein und schlafen. Ich will unerkannt sein. Ich will vielleicht eine kleine Alarmanlage improvisieren und bauen, damit ich vorbereitet bin. Also eigentlich müsste auch dieses ganze Thema unentdeckt sein eine Rolle spielen, weil in so einer Situation, was sie jetzt ja, dass die sich begeben nach 5 Jahren, hast du ja einfach auch den Punkt, dass andere Leute unterwegs sind, die vielleicht an deine Vorräte ran wollen. Bin ich gespannt, wie das thematisiert wird. Das Thema Sicherheit nennen wir es einfach mal. Auf den Weg und schauen mal, ob wir irgendwo einen sicheren Spot für zumindest heute Abend finden. Geil. 13.56 Uhr. 2,5 Stunden bis zur Dämmerung. Was hat denn Paul da überhaupt mit? Paul hat auf jeden Fall, glaube ich, so einen TT-Rucksack. Der hat hier eine Decke an der Seite oder was? Oder ist das ein Fell? Und hier irgendwelche Stöcker. Okay. Ich glaube, ich hätte mir noch gewünscht, oh, irgendwie hätte ich gerade selber Bock auf so ein Projekt. Finde ich irgendwie geil. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass die ganze Kleidung, Ausrüstung und so weiter noch richtig abgefuckt ist. So richtig, keine Ahnung, Löcher drin, offen, richtig dreckig. Weißt du, dieses Cap hier von Paul, richtig schmantig. Alles richtig keimig, dreckig, abgenutzt. So richtig, als wärst du wirklich, als hättest du dieses Outfit und das hast du seit 5 Jahren an und gefühlt noch nie gewaschen. Oder? So richtig used look. Wäre ein cooles Projekt von dir so auf DayZ-Style. Irgendwie hätte ich da auch mal Bock drauf. Also geht jetzt nicht darum, irgendwie das Projekt hier zu klauen von Felix. Erstmal große Props überhaupt an die Sache, sowas mal was Neues zu wagen, sich mal auszuprobieren. Aber ja, irgendwie so in diesem DayZ-Style. DayZ in Real Life mäßig. Schon geil irgendwie. Schon geil. Das heißt, es ist natürlich Ausschau halten. Wie gesagt, wir haben eine. Ja, da müsste auch hier ein bisschen zerrissen sein. Hier offen, die ganzen Dinger so. Schon fast so ein bisschen Cosplay-mäßig, oder?
Ey, jetzt krieg ich halt richtig Bock auf so ein Projekt. Ganz scheiße. Grobe Richtung. Hier liegt auf jeden Fall schon mal eine alte Flasche. Oh, geil. Keine Ahnung, wie die hier mitten in den Wald reinkommt. Eventuell. Hä, mitnehmen. Den Hinweis. Mitnehmen. Zivilisation. Oder vielleicht hat hier auch einfach mal nur jemand... Alter, looten! Looten! ...jemand gecampt an der Stelle, gelagert. Aber jetzt heißt es auf jeden Fall an erster Stelle Ausschau halten, aufmerksam sein. Oh. Wir haben das erste Hindernis. Ist das Zufall oder nicht? Ist aber auch egal, es ist ein Szenario. Finde ich gut. Flussüberquerung oder was? So eine kleine? Nice, komm. Hier ist ein Bach. Da ist ein umgestürzter Baum. Eventuell könnte man darüber. Nee. Oh nee. Das ist zu einfach. Ah, ich hätte mir jetzt gewünscht mit Schuhe aus und dann hier oben rüber und so durch. Wie bei der Durchschlagübung mit Martin. Könnt ihr euch an die Szene erinnern? Wo ich mit Martin durch diesen Fluss durch bin? Das ist geil, das bockt. Die Füße frieren dir ab, es ist nass. Hier liegen überall Flaschen, ne? Ja. Haben wir gesehen? Ja. Überall, sowieso, auch hier, ne? Da, überall Zeug. Hier irgendein altes Metallrohr oder sowas. Auch hier nochmal ein altes Wegglas. Warte mal, da hat man es gerade, glaube ich, ganz gut gesehen bei Paul. Das ist. Alter, ist das heftig. Du hörst plötzlich gar nichts mehr. Wir sind quasi weg. Stimmt. Ja, es ist ja auch tot. Seit 5 Jahren ist nichts mehr da. Untergetaucht. Wir stehen jetzt hier vor so einer riesigen Freifläche. Ja. Die zu überqueren könnte natürlich in so einer Situation gefährlich sein. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt. Ja, warum? Weil der nächste Typ mit Schalldämpfer und Mosin schon wieder hier auf der Lauer liegt. Mein Plan wäre erstmal wie folgt. Ich würde Ausschau halten nach eventuell einem Hochsitz. Vielleicht finde ich da ein Jagdmesser oder Mosin-Munition. So ein bisschen durchs Geäst, durch die Bäume, auf die andere Seite. Hier führt auch so ein Wildpfad lang. Das sind so kleine Hügel, ne? Also es sieht aus wie angelegt. Ja. Das ist nicht natürlich. Ja, es könnte sein. Dieser Poncho, dass der da hinten so nur an so einer langen Strippe hängt und so rumbaumelt, das triggert mich ein bisschen. Stimmt, schon mal keine Zombies, ist gut, ne? Sonst müsste dich anschleichen. Aber gut, ist wahrscheinlich auch keine Military Base in der Nähe. Was haben sie hier? Leberpastete? Ah, war schon ein Spieler vor ihnen da. Birkenrinde, gut für Zunder hier. Schöne Aufnahmen hier, herrlich. Doch ein bisschen warm, wa? Also, da hat er auch nochmal Wasser. Das wäre jetzt ein Punkt. Diese Wasserthematik, hätte ich gesagt, ich würde es halt noch geil finden, wenn halt zum Beispiel an dem Fluss, wo sie lang sind, wenn sie da sich jetzt einfach Wasser rausgefiltert hätten. Klar, du weißt jetzt nicht, wo kommt der her, dies, das, aber rein so vom Zuschauergefühl, vom Szenario, denke ich mir so, okay, das mit den Konserven, ja, sehe ich noch so ein, aber das mit diesem Wasser, hätte ich geil gefunden, wenn sie da was gefiltert hätten jetzt, oder? Was sagt ihr? Gerade weil die da eh so einen Bach hätten. Dann vielleicht mitgenommen, später abgekocht, so. Flugzeuge sind aber noch unterwegs. In Tschernarus. Paul hat's gerade schon... Ohne Scheiß, eigentlich müsste das dann wirklich in Tschernarus in Tschechien da irgendwo machen. Aber gut, da ist ja wirklich Zivilisation, das macht ja keinen Sinn. Du willst ja irgendwas Verlassenes. Du müsstest das echt in so einer Geisterstadt machen. Schön gesagt. Man merkt ehrlich, wie schnell man plötzlich in so eine andere Welt eintaucht und seine Sinne auch mal wieder anders benutzt. Ja? Wenn man hier jetzt wirklich mal aufmerksam ist und guckt, sieht man was durch die Bäume blitzen, irgendwas, was auf Gebäude hindeuten könnte oder sowas, was man sonst eher nicht macht, weil man immer irgendwie Google Maps hat und guckt, ah okay, jetzt müssen wir ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und plötzlich, ja, kommt man wieder so ein bisschen
in den Genuss, seine Sinne mal so ein bisschen einzusetzen. Ah, da sehen wir schon die erste Baracke da hinten, oder was? Erste Fahrzeughalle. Scheint auf jeden Fall richtig gewesen sein, die richtige Richtung. Denn die ersten Mauer- und Gebäudereste tun sich hier auf. Die Mucke, so westernmäßig. Kommt der Sache näher. Und jetzt gibt's Baked Beans überm Feuer, Alter, und ein Eichhörnchen am Stock. Ohne Scheiß, wir gucken uns das Video eher zu Ende an und dann will ich einfach mal mit euch im Chat gemeinsam, nur mal just for fun, ob wir das dann umsetzen, ist eine andere Sache, aber mal so ein bisschen, ein paar Stichpunkte formatmäßig zusammenschreiben, was man nochmal anders machen könnte, was nochmal ein Stück geiler wäre. So eine Art wie das, DayZ-mäßig, aber wo man sagt, okay, das wäre noch cool gewesen. Ne, weil wir haben gerade schon so ein paar Sachen uns ja überlegt, im Sinne von, die Kleidung müsste abgeranzter sein, vielleicht mal müsste dreckiger sein, Wasser nicht mitnehmen, sondern filtern, so. Da lass uns mal ein paar Sachen zusammenschreiben, was man so machen könnte. Aber ansonsten finde ich das ganz geil. Das Thema Looten, genau, wir sammeln mal ein paar Ideen und dann schreiben wir das einfach mal runter. Ja, das machen wir aber nach dem Ding. Oh, hier, geil. Auch mit der Drohne. Oh, sieht fett aus. Oh, das sieht sehr sexy aus. Geil, 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 geil. Magst du mal bitte ganz kurz sagen, was du gerade gemacht hast? Was du gerade aus deiner Hosentasche geholt hast? Nee, das mag ich nicht sagen. Du wolltest gerade aufs Handy gucken. Also nee, so, du hast es aus Reflex rausgenommen? Ich habe wirklich so gemacht und habe auch hier drauf getippt, weil dann meistens der Bildschirm angeht. Aber tut er nicht. Der Paul, der Schlawiner. So nicht, mein Freund. Ja. Leute, merkt euch die ganzen Sachen, merkt ihr euch. Wir schreiben die nachher zusammen. Ging er nicht und dann fiel mir ein, dass wir hier irgendwie gar kein Handy mehr anhaben. Das ist ganz, ganz krank. Es geht eine schon Art los. Zwangsneurose, dass man es doch in der Hand nehmen wollte. Oh, 15:27 Uhr. Okay. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Sound im Hintergrund schon. Ist das das? Oder sind das Fackeln? Warte mal, das sind Fackeln. Oder? Das ist ein altes Freibad. Freibad hier. Ja, ich glaube, die Location kenne ich. Ich glaube, die Location kommt mir gerade bekannt vor. Hier, ja. Da stehen noch Preise drauf. Ja. Auf Russisch alles geschrieben. Ja, und hier sind noch Tafeln. 2,55. Ein komplett zugewuchertes Schwimmbecken. Steinalt. Inklusive Sprungturm. Und inklusive Wasser. Ja, und da würde man jetzt halt wieder sowas sehen mit... Okay, jetzt habe ich hier Wasser, kann man das aufbereiten? Wasseraufbereitungstabletten, die man vielleicht irgendwo aus einer Apotheke gelootet hat, noch so. Das sind so die Sachen, wo ich jetzt denke, so jetzt da wäre wieder irgendwas Geiles. So, wisst ihr, was ich meine? Jetzt mal hier diese verlassenen Lagerhallen anschauen. Das ist irgendwie so ein Industriekomplex auf dem Gelände hier. Und gucken, ob wir da irgendwie eine ruhige Ecke finden, wo man sich eventuell die Nacht hinlegen kann. Und morgen sind wir da mal weiter. Hallo? Paul, bester Mann. Hallo?
Are you in there? Ist halt so sehr. Die ist riesig, die Halle, und man sieht nicht, wo man da weitergeht. Ist alles duster. Da geht irgendwie eine Treppe hoch. Es sind halt wirklich Stöcker hingestellt, als hätte jemand, ne? Aber sie sind noch nass, ne? Was auch wieder dafür spricht, dass sie noch nicht so lange da stehen können. Genau, wichtig ist, du musst normalerweise immer reinschreien, are you friendly? Krass, wo sind die denn da? Strange. Was steht hier hin? Poisoner? Nee, Poison, Error, Epos, Parfum, Rapido? Keine Ahnung. Ganz strange. Hä? Ey, Paul! Oh, jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Komm mal her! Ja, was ist da? LOL! Hier hat jemand Zunder und Brennholz liegen. Nein! Guck mal. Ja, ja. Ist nicht dein Ernst. Ja, hallo, ist hier jemand drin? Wir haben uns jetzt entschlossen, wir bleiben hier. Wir haben den Kasten noch als Sitzmöglichkeit von unten geholt. Das macht natürlich Sinn. Meint ihr, es ist fake? Hm. Ich glaub's erstmal nicht. Ich glaub's jetzt erstmal nicht, dass das fake ist. Kann ja wirklich sein, dass da irgendwie Leute auch mal ein Overnighter gemacht haben oder sowas. Aber jetzt rein vom Setting her, denke ich mir so, würde ich jetzt an der Stelle bleiben? Oder eher woanders hingehen? Unsere Rucksäcke stehen hier. Hier haben wir Möglichkeit, falls irgendwas sein sollte, rauszukommen auf der Rückseite. Naja. Hier oben, ja, werden wir uns irgendwie hinlegen. Das Verrückte ist halt, wir haben uns hier gerade mal so ein bisschen umgesehen, das mit dem Zunder hier. Hier liegt Zunder und fertig geschlagenes. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass alle Leute, sobald irgendwie was passiert, was so ein bisschen, okay, krass komisch ist, gibt's immer so viele Leute, die gleich kommen, fake, scripted. So. Also, so unrealistisch halte ich das nicht, dass da jetzt wirklich irgendwie ein bisschen Kram liegt. Also, warum soll das jetzt gescriptet sein? Klar, passt gut rein, aber es gibt halt Situationen, die einfach so sind. Ja. Aber das ist halt die typischen Leute, die immer gleich losbläken. Das Brennholz. Und da drunten, da unten, wird's gleich super strange. Okay, was bin sie jetzt? Ach, wir haben die Tür hier wieder so zugemacht, wie sie vermutlich auch mal zu war. Denn hier standen zwei große Äste. Ja, die Tür haben wir also vorgestellt, mit den Ästen hier verbarrikadiert. Und hier geht's in die Halle. Und das zeige ich euch mal ganz kurz, was wir hier gefunden haben. Das ist nämlich super, super strange. Hier in der Ecke. Guckt euch das an. Hier in der Ecke liegen haufenweise Kabel, abgezogen. Ja. Rucksäcke. Das wäre so ein Rucksack. Das wäre ein Rucksack. In der Ecke liegen haufenweise Kabel, abgezogen. So ein Rucksack sehe ich da im Loadout. So einen richtig abgefuckten, abgeranzten Rucksack, oder? Das wäre ein Rucksack. Rucksäcke. Eins. Zwei. Ja, das ist natürlich noch vom Anfang. Das wird wahrscheinlich direkt irgendwie Balota sein oder sowas. Oder Czarno. Der ist noch relativ. Der andere könnte fast schon irgendwie. Naja, vielleicht haben sie Balota Airfield oder sowas. Oder weiter Richtung Norden. Hier hinten noch eine ganze Sporttasche. Alles mit Kabelresten. Ja. Das Metall oder Kupfer oder was ist raus. Die haben sie hier alle abgezogen. Das müssen irgendwelche Kabeldiebe gewesen sein. Ja. Die hier. Ja, die Kabel von ihrem Material getrennt haben. Da sind auch noch richtig dicke drin. Ja, und da oben haben sie vielleicht auch geschlafen. Ist auf jeden Fall echt. Aber generell der Spot an sich ganz cool, muss ich sagen, ne? So ein bisschen erhöht. Diesen einen Zugang hier, wo du das Gefühl hast, okay, da muss erstmal wer lang. Du könntest auf dieser Treppe irgendwie so eine kleine Alarmanlage provisorisch irgendwie aufbauen. Echt gruselig. Aber es sieht aus, als wäre das alles schon länger her gewesen.
Für uns wird das übrigens, haben wir mal durchgerechnet, die längste Zeit des Tages auch sein. Die in der Dunkelheit. Es sind ungefähr, haben wir ausgerechnet, 14 Stunden Dunkelheit zu der Jahreszeit jetzt, ne? Ja, vor allem, wir wissen ja auch nicht genau, wie lange geht die Nacht jetzt noch, wie spät ist es gerade. Das kommt noch dazu, dass wir einfach zu keiner Zeit wissen, wie spät es ist. Du wachst vielleicht auf und sonst guckst du dann mal nach, okay, 2, 3 Uhr, in 4 Stunden wird es hell. Ja. Jetzt guckst du, also na, jetzt guckst du nicht. Du kannst gar nicht gucken. Du kannst gar nicht gucken jetzt. Du kannst nur vermuten. Ja. Es kann sein, dass du eine halbe Stunde geschlafen hast, oder vielleicht auch 4 und gleich wird es hell oder es dauert noch Stunden. Die Nacht wird lang. Und morgen machen wir uns weiter und schauen uns die Umgebung an. Gucken wir, was uns noch so erwartet. Looten! 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 Ah, jetzt haben sie ja noch eine Bushbox mit. Ja, also klar, passt wieder, würde ja nicht kaputt gehen, wenn du sowas dabei hast nach 5 Jahren so. Aber so richtig passt so eine Bushbox nicht ins Szenario rein, oder? Da stelle ich mir eher so 2 Backsteine vor, wo du dann irgendwie Feuer so dazwischen machst und dir so eine kleine improvisierte Mini-Ofen aus Stein baust oder sowas. Jetzt bin ich gespannt. Hat er noch einen Löffel bei? Wahrscheinlich schon, ne? Ja gut, ist ja auch wieder realistisch, dass du sowas dabei hast. Hm. So Leute, wir sind im Sack. Man muss sagen, wir hatten definitiv schon bequemere Schlafplätze. Das Allerkomischste an der ganzen Sache jetzt, Isomatte halt, ne? Haben wir gerade drüber geredet, ist, dass wir nicht wissen, wie spät es ist. Das finde ich jetzt schon ein komisches Gefühl. Wir haben schon gesagt, wenn wir einschlafen und aufwachen, dann ist spätestens der Punkt, wo wir komplett lost sind. Ja. Jetzt haben wir noch so eine ungefähre Einschätzung. Wir schätzen mal, dass es so 20 Uhr, 8:45 irgendwie sowas sein muss. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man das sogar in den Dateien von der Videodatei auslesen. Wir versuchen auf jeden Fall gleich mal die Augen zuzumachen. Okay. Wenn noch was ist, melden wir uns natürlich. Einfach mal, okay, wenn du jetzt natürlich um 19.30 Uhr dich schon hinlegst und versuchst zu schlafen, da kannst du aber wissen, dass du wahrscheinlich um 3 Uhr nachts wach bist, hellwach und merkst so, ja fuck, es ist komplett dunkel, mach ich ihn jetzt. Ja, es ist mies, ist mies. Und ansonsten? Ich glaube auch nicht, dass das eine geile Nacht wird im Tropen auf einer Mini-Schaumstoff-Isomatte. Gute Nacht, die erste Nacht in der Apokalypse. So, gerade wach geworden. Tatsächlich eine Runde eingeschlafen. Allerdings kann ich überhaupt nicht sagen, wie lange gepennt. Wir waren noch ultra lange wach, weil wir irgendwie nicht einpennen konnten. Ja, jetzt sind wir doch letztendlich einmal eingeschlafen. Ich bin gerade aber wach geworden. Und das Gefühl, nicht zu wissen, wie spät es ist, frisst einen irgendwie immer und immer mehr auf. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man aufwacht, bevor der Wecker klingelt. Ja, der Wecker ist auf 7 Uhr gestellt und ihr wacht um 6.10 Uhr auf. Dann guckt ihr auf die Uhr und seht, 6.10 Uhr, gleich klingelt der Wecker und auf einmal seid ihr wach. Und dann sagt ihr euch so, ja, jetzt brauche ich auch eh nicht mehr pennen. Das Gefühl habe ich gerade, ohne zu wissen, wie spät es ist. Ganz, ganz seltsam. Mies, 1:01 Uhr. Wenn du lange gequatscht hast, eingepennt bist und dann bist du um 1:01 Uhr wieder wach und hellwach. Oh ja, da hast du jetzt noch mal so gute 7 Stunden vor dir, die du irgendwie rumkriegen musst. Trotzdem noch mal irgendwie. Chris würde jetzt erstmal einen Betttag machen. Augen zuzumachen. Wobei ich gerade das Gefühl habe, dass das nicht mehr geht bei mir. Over and out. 4:22 Uhr. So. Wieder wach. Das, ich weiß nicht, 5. Mal die Nacht oder so. Müssten wieder ein paar Stunden vergangen sein. Keine Ahnung, wir sind mittlerweile so durcheinander, dass wir glauben, schon die 2. Nacht zu haben. Es ist vielleicht gerade wieder 17 Uhr. Wir haben einfach zu lange geschlafen.
Wir haben einfach den kompletten Tag durchgepennt und es ist einfach schon wieder dunkel. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass es immer noch dunkel ist. Es wird nie wieder hell. Wichtig ist, Freunde, wenn jetzt gleich der Tag beginnt, ne? Per GPS natürlich Totmannschalter drücken und Tageschallenge öffnen. Ist doch klar. Es wird nie wieder hell. Naja, wir werden uns die restliche Zeit irgendwie vertreiben und dann hoffen wir mal, dass es irgendwann wieder hell wird. Und es nicht für immer so bleibt. Na, stell dir vor, du machst das 7 Tage lang, Alter. Es ist noch dunkler geworden. Naja. Später. Oh, es ist hell. Ah, lol. Apokalypse. Paul schläft noch da, oder? Ja. Gott sagen. Ah, das läuft doch hier mit dem Feuerstahl. Aber was machen die jetzt? Machen die jetzt noch eine Dose oder was? Oder einfach nur zum Aufwärmen? Nee. Hä, warte mal. Hatte er nicht am Anfang nur 2 Dosen mit? Er hatte doch am Anfang, warte mal, 2301. Er hatte doch am Anfang... ...finden würde, beziehungsweise die in der... Er hat doch am Anfang nur 2 von diesen großen Dosen ohne Label mitgehabt. Also wahrscheinlich haben die mehr Dosen mit. Baked Beans. Die roten von Heinz. Warte, so lasse ich mir die Apokalypse aber auch schmecken. Schön die Baked Beans Dosen mit dabei. Auf entspannt. Schön die Wasserflaschen. Herrlich. Nicht anbrennen lassen, Alter. Spock. Ah, die haben das verbarrikadiert, den Eingang. Das ist clever. Unseren Schlafplatz lassen wir jetzt zurück von letzter Nacht und es geht weiter. Wir sind jetzt ja quasi so in so einer kleinen Vorstadt von dem Gelände angekommen und werden heute weiter bis in die Stadt reinlaufen. Das lebt natürlich schon krass von der Location, ne? Also geil wäre natürlich für so ein Videoszenario, sonst was, wirklich so eine, irgendwas Stadt-Dorf-ähnliches, ne? Also klar, die sind jetzt hier in der Geisterstadt, aber es ist ja mehr militärisch, es ist ja, die sind quasi in der Military Base, die sind quasi in der Nähe vom Northwest Airfield, beziehungsweise an der Kante vom Northwest Airfield. Aber so eine Location musst du natürlich erstmal finden, wenn du jetzt irgendwas Urbanes, Ziviles haben wollen würdest. Da fällt mir tatsächlich gerade nur eine Location ein, die da irgendwie passen würde. Beziehungsweise 2. Oh, jetzt hier mit Poncho oder was? Sieht natürlich geil aus, ne? Optisch hat das schon was. Schön wieder hier.
Und jetzt trinken wahrscheinlich. Aber warum haben die den Poncho an? Nur stylemäßig, oder? Weil es regnet ja gar nicht. Jetzt wieder eine Weile unterwegs und befinden uns hier irgendwie auf so einer Art altem Sportplatz oder sowas. Da sind noch so alte Geländer und hier überall an den Wänden sind so Figuren, alte russische Schriftzeichen. Krass, tatsächlich. Das ist einfach ein alter, komplett zugewachsener Fußballplatz. Hier, wo mal grüner Rasen war, ist jetzt ein halber Wald. Ja, ist auch 5 Jahre schon später. Tor. After the Apocalypse. Okay, Paul hat hier so einen Flecktarn-Poncho. Wir haben auf jeden Fall die Stadt erreicht. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie eine Art Supermarkt ist. Da hinten die gelben Gebäude sind Wohnblocks. Da auch noch welche. Sind also jetzt mitten in der Stadt. Ja, rein! Looten! Looten, looten, looten! Das ist original der DayZ-Supermarkt mit der Hintertür sogar. Ja. Ey, echt jetzt? Ist es wirklich? Ja. Das will ich sehen. Hä, und jetzt rechts hier durch, oder was? Um dann in den Haupttrakt zu kommen. Hä? Hey. Was ist das denn mal gewesen hier? Ja, aus Glas, wahrscheinlich. Ich erkenne da was wieder. Erkennt ihr was wieder? Freunde? Die Profis unter euch erkennen gerade was. Ja. Mal kurz wirken lassen. Stimmt, da sind sogar mehrere Sachen entstanden. 2 bzw. sogar 3 Videos erinnere ich mich gerade dran. Werden auf jeden Fall die alte Wohnblocks gewesen sein, nehme ich an. Ui. Hier steht sogar noch was drin. Hätte erstmal Feuer machen, oder nicht? Im Ofen. Sieht nach einem guten Schlafplatz aus, eigentlich. War alles leer. Kann man sich mal einen kleinen Überblick über das Gelände machen. Da noch Wohnblocks, da, da. Ach, riesig. Mir kommen gerade so Gedanken durch den Kopf. Auch im Sinne von, dass halt diese Dosen zum Beispiel jetzt einfach so eine Lasche hatten zum Aufreißen. Ne? Es würde halt irgendwie auch wieder geil sein, stell dir vor, du hättest die halt mit dem Messer aufmachen müssen oder musst irgendwie improvisieren und gucken, dass du die irgendwie aufkriegst und sowas, ne? Das fehlt mir so ein bisschen tatsächlich. So ein bisschen die Challenge irgendwie. Die Challenge, vor Ort mit Sachen zu agieren, Lösungen zu finden, zu improvisieren und so weiter.
immer alles madig reden. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich immer alles madig rede. Das sind einfach nur, Leute, das ist, glaube ich, ein Grundsatz-Mindset-Ding. Ich bin immer bei allem, was ich mache, ja, immer am Überlegen und gucken, dass ich das bestmöglich aus etwas heraushole. Das heißt, egal ob bei meinen Projekten oder bei anderen Projekten, die ich hier im Stream angucke, rattert mein Kopf die ganze Zeit und überlegt immer, okay, was könnte man noch anders machen? Was könnte man vielleicht immer einen Tuck besser machen? Daraus bestehen meine Reactions, daraus besteht mein Stream. Ich bin kein Typ, der sich was anguckt und Ja und Amen sagt, sondern ich gucke immer, okay, was kann ich davon lernen? Was hätte ich vielleicht anders gemacht? Was könnte man vielleicht bei einem zweiten Teil besser machen? Das ist der Punkt, der Hauptbestandteil von dem, was ich hier mache, Freunde. Und wer das falsch versteht und meint, dass ich alles immer normalisch rede, der ist hier falsch im Stream. Dann müsst ihr euch wen anders angucken, der sich das einfach anguckt und dann so eine Reaction macht wie, ja, okay, ja, cool. Ja. Ne? Und das ist auch nie negativ gemeint, auch das von den Naturensöhnen gerade und so weiter. Es geht nie darum, irgendjemanden schlecht machen zu wollen, sondern eher gemeinsam zu gucken, okay, was könnte man nochmal anders machen? Was ist spannend? Was ist für den Zuschauer nochmal interessant? Was ist für einen selbst nochmal eine Herausforderung mehr? Wie könnte man nochmal ne? Darum geht's. Und wer das nicht versteht, der ist falsch hier. Da wird auch mal kalt gegessen. Was machst du so? Das ist so eine scheiß Mahlzeit. Ja. Die Hundefutter, oder? Also das ist jetzt wirklich mal... Grenzwertig, ne? Das ist jetzt grenzwertig. Das ist einfach mal eine kalte Dose. Einfach so. Boah. Zum Mittag. Mahlzeit. Schön ist das nicht. Mhm. Aber der Hunger treibt's rein. Muss man durch. Kann sich das essen? Also ich hätte mich bei Seven vs. Wild über so eine Dose, auch wenn sie kalt gewesen wäre, sowas von gefreut. Nicht immer aussuchen in der Apokalypse. Mhm. So, Sachen sind wieder gepackt. Wir haben eine Kleinigkeit gegessen. Und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Wir schätzen, dass es ungefähr so 14 Uhr sein könnte. Wie gesagt, das mit dem Thema Zeit ist immer noch echt so ein Ding. Wenn ich das irgendwie aus den Dateien auslesen kann, blende ich euch hier mal die tatsächliche Zeit ein. Das würde heißen, wir haben noch ungefähr 2,5 Stunden, dann wird es wieder dunkel. Und dann folgen wieder 14 Stunden Dunkelheit. Es wird eine tolle Nacht, es wird wieder super hart. Meine Hüfte tut immer noch weh. Alles wie immer. Aber merkst du irgendwas vom Handyentzug oder so? Nee, Handyentzug gar nicht, muss ich sagen. Der tut mir sogar recht gut. Ich finde es angenehm, mal nicht aufs Handy zu gucken, aber der Uhrentzug ist halt eher nervig. Ja. Man weiß nicht genau, wann man seinen Schlafplatz jetzt aufbauen muss, weil man will den ja im Hellen zumindest noch auffinden und feststellen, ob es der richtige ist oder nicht. Und wir wissen aber nicht, wann es dunkel wird. Und das geht auf einmal so schnell meistens. Naja, und dadurch, dass halt auch die Sonne nicht scheint. Sonst kannst du einfach easy anhand der Sonne ungefähr einschätzen, wann der Tag zu Ende ist. Aber du siehst ja nicht, es ist alles matschgrau und ja, schwer einzuschätzen. Boah, ich muss mir parallel schon mal kurz Stichpunkte machen. Mir kam gerade schon wieder eine Sache. Okay. Also was halt geil gemacht ist mit der Musik und den Bildern und so, da das kommt halt Gelände schon... Das ist einfach riesig. So eine geile Stimmung auf, ne? Einfach gar nicht auf. Da sind noch irgendwelche Mauern. Da geht's weiter mit den Gebäuden. Noch ein Gebäude. Hier, diese komplette Wohnsiedlung. Ich weiß nicht, ob es am Handy liegt oder daran, dass wir jetzt sowieso schon eine Zeit hier sind und deswegen eine ganz andere Wahrnehmung haben. Aber man läuft hier mit einer ganz anderen Wahrnehmung durch. Man ist viel aufmerksamer, konzentrierter, finde ich auch. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass man das Handy einfach nicht die ganze Zeit benutzt. Weil ich finde, das nimmt einen so ein bisschen diese ganzen Sinne. Auf jeden Fall laufen wir hier jetzt irgendwie über so einen ehemaligen Trainingsplatz oder irgendwie sowas. Scheint das gewesen zu sein.
Hier ist noch irgendwas. Da hat gerade ein bisschen die Sonne geschienen. Warte mal. Hier scheint auch gerade die Sonne. Das heißt, hier sieht man ja, wenn du jetzt hier stehst, kannst du safe die Sonne sehen. Das heißt, du kannst da sehen, wo die sich aktuell vorm Horizont befindet und könntest damit grob einschätzen, wie viel Zeit du noch hast für den Lagerplatz. Hier ist noch irgendwas auf Russisch geschrieben, auf so einer alten Tafel. Und hier, das sieht irgendwie aus wie so ein Trainingsbereich, wo sie vielleicht irgendwie Nahkampf geübt. Lol, krass. Klar, das ist so ein bisschen boxmäßig, oder? Bam, bam, aus der Linie raus, unten den Haken oder mit dem Knie oder sowas. Mhm. Geübt haben, oder? Kann das sein? Kann hier irgendwie. Ach krass, es bewegt sich sogar. Dran geübt hat? Ich weiß das es nicht. Das unten bewegt sich auch. Hä, und ist das da auf so Federn? Krass. Hier waren mal ganz viele Bänke. Da sieht man noch die Schlitze, wo die Projektoren eventuell durchgestrahlt haben. Und da ist eine große Bühne. Krass, ja, ne? Ja, da war ich auch schon. Wenn auf der sich vorstellt, diese ganzen Holzbänke hier, ist alles vergammelt. Na ja, klar. Nach 5 Jahren. Über die Jahre. Sind die bei diesen Blöcken? Geht's Richtung Abend, schätzungsweise. Zumindest verschwindet die Sonne immer mehr. Das heißt, wir brauchen einen neuen Schlafplatz für heute Abend, Leute. Wir haben hier nochmal so einen riesigen alten Wohnblock gefunden. Da habe ich auch schon drin gepennt, Freunde. Und den werden wir jetzt mal abchecken. Hier liegt überall altes Inventar verstreut. Das sieht mir danach aus, als hätten hier damals vielleicht die Familien der Soldaten gewohnt. Ja, das ist so ein richtiges Wohnviertel. Da ist ein Block. Da ist ein Block. Da auch wieder. Diese Soldatenwohnheime. Hm. Kenn ich da irgendwo her. Also ein Raum davon müsste auf jeden Fall gefegt sein. Ey, das wäre so witzig, wenn die jetzt den Raum finden, der gefegt ist und dann wirklich auch da pennen. Die gehen oben drauf. High Ground. Über den Dächern dieser verlassenen Geisterstadt. Da hinten der Turm, wo wir auch schon waren. Wahnsinn, ein Riesengelände wirklich. Wir sind jetzt, wie gesagt, hier oben auf dem Dach und hier werden wir vermutlich die Nacht verbringen. Wir hoffen einfach mal darauf, dass es nicht regnen wird. Ansonsten werde ich später wahrscheinlich noch meinen Poncho über die Schlafstelle spannen. Hier oben ist man auf jeden Fall geschützt und sehr, sehr sicher. Das ist schon mal gut. Man aber sehr windanfällig. Eine gute Übersicht. Aber es scheint nicht windig zu sein. Von allen Seiten so ein bisschen was mit. Und schätzungsweise würde ich sagen, ist es jetzt so gerade 16 Uhr. Das heißt, in einer Stunde ist es stockdunkel. Und dann gehen die 14 Stunden Dunkelheit wieder los. Bis dahin sollte das Ganze stehen. Bis hierhin war ja alles noch relativ witzig. Hihihaha. Aber ach, so langsam hört der Spaß auf. Also ich hatte gerade meinen Tiefpunkt überhaupt, deswegen fühle mich auch jetzt erst wieder. Im Hintergrund ist alles aufgebaut. Paul hatte gerade einen Kampf mit seinem Tarp. Ich habe währenddessen probiert, das Feuer anzukriegen, beziehungsweise den kleinen Hobokocher. Es ging einfach nicht. Keine Ahnung, ob die Rinde zu nass ist oder was auch immer, ob hier zu viel Wind ist. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch blöd ausgewählt, das hier oben zu machen oder machen zu wollen. Ist auch völlig egal. Dazu kam der Hunger, leichte Kopfschmerzen. Die Dose gab es kalt. So ist es nun mal. Nichts ist beständiger als die Lageänderung.
Kann ich kurz was sagen? Ja. Du hast 1,6 Kilo Gulasch aus der Dose kalt gegessen. Jetzt kommt ja noch das Schönste. 14 Stunden Dunkelheit. Ja. Und das in einer Kälte, die echt jetzt schon reinzieht. Ach, so Leute, wir sind in unseren Unterständen. Im Sack. Ich schätze mal, es wird irgendwie 20 Uhr sein. Das heißt, 12 Stunden ungefähr, bis es hell wird. Das Ding ist, man hat halt nichts mehr zu tun. Wir haben nicht großartig Licht. Das heißt, wir können nicht rumgehen. Beziehungsweise es wäre natürlich auch ein bisschen dämlich, vor allen Dingen in irgendwie einer Survival-Situation, Licht zu machen und hier durch die Stadt zu gehen nachts. Das heißt, wir liegen jetzt schon in unseren Schlafsäcken. Tja, was soll man sagen? Bequem ist es nicht wirklich. An Schlafen ist wahrscheinlich lange noch. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier, Chat? Noch lange nicht zu denken, aber wir machen mal... Für eine Tüte. ...die Augen zu und gucken, was passiert. Und ich melde mich dann später bei euch nochmal. Und was knuspert denn da gerade im Hintergrund? Tja, was soll man sagen? Bequem ist es nicht wirklich. An Schlafen ist wahrscheinlich noch lange nicht zu denken, aber wir machen mal die Augen zu und gucken, was... Chips, Nahrung, Schmackofatz, Nachtsnack, Studentenfutter... ...passiert. Und ich melde mich dann später bei euch nochmal. Natürlich. Ja, Freunde. Kleines Naschi, ne? Ach, krass, aber da geil noch was abgespannt. Ah, jetzt hier sieht man's, guck mal. Das sind echt Nüsse. Das ist eine ganze Packung Nüsse. Aber cool gespannt hier irgendwie. Sieht eigentlich ganz geil aus mit dem Poncho und so. In this dark night, it's too hard for me. Ah, ist schon geil. Ist schon geil, oder? If the rays of hope will shine again someday. And if I might be spared as the tempest starts to swell. Auch schöne Musikauswahl. It's just too dark to tell. Was denn, ist er wer? Nee. Kaum zu glauben, Leute. Aber die Nacht ist um. Nacht 2 ist geschafft. Und hat sich wieder wirklich wie... unendlich angefühlt. Ein paar Mal wieder aufgewacht zwischendurch. Aber das Ding ist halt wieder das mit der Uhrzeit, ne? Wir sind wahrscheinlich relativ früh sogar diesmal eingeschlafen, muss man sagen. Dadurch, dass du immer und immer wieder wach wirst und die Uhrzeit nicht einschätzen kannst, da liegst du da irgendwann wirklich im Dunkeln. Lag ich da gerade 2 Stunden und war schon richtig so unter Strom, weil ich aufstehen wollte. Jetzt geht die Sonne... Und du hast ja auch kein Handy oder sowas, um dich abzulenken, ne? Das darfst du nicht vergessen. Wenn du jetzt einen normalen Overlighter machst, ne, nimmst halt dein Handy, blablabla, guckst da ein bisschen rum, fertig. Auf jeden Fall da hinten auf. Paul ist auch gerade wach geworden. Wir werden gleich mal langsam anfangen abzubauen. Aber ansonsten haben wir unsere Konstruktion... Ah, geil, geil, geil. Das interessiert mich ja jetzt hier mal nochmal. Also einfach hier ein bisschen schräg gespannt. Paul hat es auch schräg gespannt, aber hat hier hinten nochmal so einen Stab reingemacht. Ist geil, oder? Eigentlich ganz gut gehalten. Ja, die Tabs noch aufgespannt, so ein bisschen als Windschutz. Was ist das hier hinten? Freunde? Was ist das hier? Chat? Kann mir das kurz einer erklären, was das ist? Sehe ich da die große Milka XXL Schokoladenpackung? Oder? Das war eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall habe ich besser geschlafen als gestern, weil, und das war die gute Entscheidung, hier oben zu schlafen. Ich glaube, diese Dachpappe lässt nicht so viel Kälte durch wie dieser Beton in der Halle gestern. Ah, das kann sein. So, der Rucksack ist wieder gesattelt. Im Hintergrund seht ihr nochmal das Gebäude, in dem wir gepennt haben. Hä, aber Paul hat immer noch diese Fackeln hier dran. Und ja, damit würde ich sagen, endet das Video. Ultra krasser Selbstversuch, wie ich finde. Das Handy habe ich gar nicht so vermisst, wobei ich mich doch freue, gleich mal wieder drauf zu gucken. Ich bin gespannt, ob jemand an mich gedacht hat. Wenn nicht, dann haben wir schon gesagt, dann kommen wir einfach wieder und leben hier. Dann ist das Leben kein Deut wert da draußen. Haut gerne mal in die Kommentare euer Feedback zu dem kleinen Projekt hier. Lasst doch gerne einen Daumen da, wenn wir das Ganze nochmal machen sollen. Ja, auf jeden Fall nochmal. Schreibt doch gerne in die Kommentare. Vielleicht kann man das Ganze beim nächsten Mal ein bisschen anders aufbauen. Wenn ihr dann eine Idee habt, irgendwelche Ausrüstungsgegenstände vielleicht noch weglassen, um das Ganze noch ein bisschen härter zu machen. Und dann werden wir das Ganze bestimmt irgendwann nochmal wiederholen. In dem Sinne, schaut doch gerne bei Paul vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. If these green and blues would light up. Daumen nach oben. Sehr, sehr geil. Hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall Daumen nach oben bei Felix vorbei schon, Adventure Buddy, abonnieren. Da muss noch was Neues kommen. Da, also das
Das hat auf jeden Fall, finde ich, Potenzial. Man müsste irgendwie noch so ein paar Stellschrauben vielleicht ändern, um vielleicht mehr mit dem Environment zu agieren. Ja, es ist nicht so einfach, ne? Aber irgendwie hatte das schon was. Also mir hat es gefallen. Mir hat eine Aufgabe gefehlt, sonst alles top, jetzt sind wir ein Ziel. Ja, das war so ein bisschen dahin, so, ne? Ja,